Meine lieben Freunde, heute starte ich die Sendung mal ganz anders. Hier ist Robert Götz. Matuszewski, ich knarr mich natürlich erstmal ungeölt gegen Putin ins Bild. Aber ich habe eine Bitte. Die liebe Brunhilde, die ist gestürzt. Brunhilde hat es erwischt, die ist gestürzt. Und Brunhilde Jäger. Und ihr Sohn hat mich darüber in Kenntnis gesetzt und Brunhilde hat heute um 13 Uhr eine Operation. Ihr geht's nicht gut, aber unsere große Gemeinde schickt jetzt der lieben Brunhilde, dir, liebe Brunhilde, ganz viel gute Energie. Ich bitte euch alle, sendet mal ganz kurz Kraft zu Brunhilde, damit sie schnell wieder rumhüpfen kann wie ein junges Rickets. Brunhilde, wir sind bei dir und ich möchte auch den lieben Ralf erwähnen. Der hat gerade eine ganz schwere Therapie, die er durchmachen muss. Es geht jetzt los, Ralf, aber mach dir keine Sorgen. Wir sind ja bei dir, wir schicken gute Energie. Das ist nämlich hier der Kanal, wo man zusammenhält, optimistisch bleibt, voller Tatkraft und standhaft. Und dazu gehört, dass wir hier aneinander erinnern. Ja. Wir erinnern auch an den 13., 14. und 15. Februar 1945, wo, ja gut, okay, da gab es so ein paar kleine Verkältungsmaßnahmen und Machtdemonstrationsmaßnahmen von Bomber Harris, über Dresden. Da wurde die Stadt innerhalb von 3 Tagen unzählige Male angegriffen. Ja. Angeblich starben 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 Menschen. Aber das ist alles russische Propaganda. In Wirklichkeit starben nicht mal 1-200, ja, eine Handvoll, ja. Und da gibt es halt irgendwelche unverbesserlichen Rechtsradikalen, die daran es wagen, daran zu erinnern, ja, die machen da eine Demonstration und erinnern an unsere Ahnen. Frauen und Kinder, die Alten, Kriegsversehrten, die dabei lebendigen Leibe verbrannt sind. Terence Hill hat 2018 bei Markus Lanz gesagt, er war Zeitzeuge, die Menschen kamen aus den Häusern und verbrannten innerhalb weniger Sekunden zum Skelett. Freunde, selber schuld, wenn man in Deutschland lebt. Ja, gut, okay, die Mehrheit hat Adolf Hitler nicht gewählt. Jo, das ist egal. Ja, so, das ist egal. Ja. Mitgefangen, mitgehangen. Ja. Und Julian Reichelt hat ja auch gesagt, Gazastreifen bombardieren genauso wie mit Dresden. Nicht anders, so nicht anders, Freunde. Wird schon richtig sein, oder? Krieg beenden, Panzer senden. Frieden schaffen nur mit Waffen. Ja, ja. Mir hat ein ZuschauerIn geschrieben, ja, man hat jetzt im Fernsehen überall ja nur noch Krieg. Wir müssen Krieg mit Russland haben. Wirklich, war Krieg mit Russland, ja. Wir haben ja gelernt aus unserer Vergangenheit. Wir haben gelernt. Wir haben gelernt aus der Vergangenheit. Ja, und dann hat sich der Haldenwang geäußert. Haldenwang, gut, 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 gut. Und der hat sogar gesagt, wir müssen auch das, was gedacht wird, bestrafen. Er hat es etwas anders formuliert, aber es ist wirklich wahr, wir dürfen jetzt nicht mehr denken. Ist doch richtig so. Freunde, diese falschen Gedanken geht gar nicht, Freunde. Das ist eine ganz einfache Sache. Merkt es euch, es ist wichtig. Dafür ist die Sendung wichtig. Jetzt merkt es euch doch bitte mal. Und allein dafür abonniert ihr jetzt sofort den Kanal. Ja, links ist gut, rechts ist schlecht. Alles, was nicht links ist, ist rechts, also ist alles andere schlecht. So, und Demokratie ist jetzt das neue Wort für Regierung. Also Demokratiefeinde sind Regierungsfeinde. Kann man sich doch einfach merken. Wer gegen die Regierung ist, ich spreche schon feucht, wer gegen die Regierung ist, ist ein Demokratiefeind. So einfach ist das. So, Punkt aus Ende. Ja. Und wir gehen jetzt auf die Straße. Gegen rechts, damit automatisch gegen alle, die nicht für die Regierung sind. So, es bringt auch was. Gut, okay, in Berlin hat es der AfD 80% Stimmzuwachs gegeben bei der Neuwahl. Zum dritten Mal, wir haben zum dritten Mal in Berlin gewählt. Gelebt vielleicht auch, gewählt. So, das wiederum bedeutet, ja, dass wir noch mehr machen müssen. Ich bin ja dafür, wir verbieten einfach alle anderen Parteien, außer die Regierungspartei, oder? Dafür wäre ich. Das ist wahre Demokratie, ja. Ich habe auch noch andere Nachrichten. Ja, wir haben zum Beispiel, fällt mir gerade so ein, wir haben zum Beispiel die Netzbetreiber haben im Januar 200 Milliarden Euro dafür ausgegeben, das Netz stabil zu halten. Warum? Weil Sonnenenergie und Windenergie im Winter schwierig ist, ja. Und da ist es, glaube ich, 1800 Mal zu Strom, kurz davor gewesen, dass das Stromnetz zusammenbricht. Da mussten sie eingreifen und das hat alleine im Januar 200 Milliarden gekostet. Wiederum, was nicht 200 Milliarden kostet, Millionen, 200 Millionen. Ja, mit den Milliarden, da komme ich ganz durcheinander. 200 Millionen. Was aber Milliarden gekostet hat, nämlich 16, sind die Pläne von Herrn Habeck. Herr Habeck möchte für 16 Milliarden neue Kraftwerke bauen. Wir wissen ja, wir dürfen ja kein Gas mehr benutzen. Wird ja abgeschafft. Gasheizung weg. Dafür gibt es Wärmepumpen, ja. Gut, wir haben keine Stromnetze für die Wärmepumpen. Wir haben auch keine Monteure für die Wärmepumpen. Wir haben auch keinen, der so viel Wärmepumpen herstellt. Obwohl ja der Hersteller für Wärmepumpen sich mit dem Kanzleramt getroffen hat und mit Habeck, wo dann beschlossen wurde, dass wir es machen. Und dann, nachdem das Gesetz rauskam, wurde der Hersteller für Wärmepumpen, man hat das Gesetz ja gemacht, um die Wirtschaft zu unterstützen. Wir müssen die deutsche Wärmepumpenwirtschaft unterstützen. Das ist ein Riesenboom für die deutsche Wirtschaft. Direkt nachdem das Gesetz bekannt wurde, wurde der größte Hersteller für Wärmepumpen in die USA verkauft. Freunde, das kann so einfach sein, ja. Kalergi lässt grüßen. So, also auf jeden Fall, wir sollen Wärmepumpen benutzen, die ja dann mit Strom betrieben werden.
Und die Regierung schafft die Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke ab, setzt auf Wind- und Sonnenenergie, ja, und auf Gaskraftwerke. Habeck baut jetzt für über 16 Milliarden Euro Steuergeld Gaskraftwerke. Da kommt dann Gas rein, aus dem Gas wird Strom gemacht und der Strom ersetzt die Gasanlagen zu Hause. Schön, oder? So, und wer was anderes denkt? Nazi. Jeder, der das kritisiert, Nazi, merkt es euch auch jetzt endlich mal. Ja, kann das so einfach sein. Ingo und Silvia Tham, ich danke euch von Herzen. Mein Dank geht an Reinhard Appel. Danke, lieber Reinhard. Und ja, Alexandra Kös, ich lese es. Wir bleiben dran. Alexandra, vielen herzlichen Dank auch für diese Aussage. Wir bleiben dran. Dann haben wir eine böse Schauspielerin und Kabarettistin, nämlich Christine Prayon. Die hat beim ZDF nach mehr als 10 Jahren gekündigt, hat gesagt, ich ertrage das alles nicht mehr. Ja, Satire wurde nur noch gegen Regierungskritiker gemacht und nicht wie üblicherweise gegen die Regierung. Ja, böse Zungen sagen, ja, da gibt auch Menschen mit Herz, Verstand und Rückgrat. Ja, finde ich nicht. Kardinal Müller sagt, Massenmigration soll nationale Identität zerstören. Freunde, das stimmt zwar, ist doch aber nicht richtig. Wolfgang Kubicki sagt hier, zumindest der altliberale Wolfgang Kubicki scheint die Gefahr erkannt zu haben. Gegenüber Nios sagte der Vizepräsident des Bundestages, ich möchte nicht, dass Frau Paus anhand ihrer eigenen Gefühlsmaßstäbe darüber befindet, was im Rahmen unserer Verfassung möglich und nicht möglich ist. Damit bezieht er sich auf eine neue Aussage der Familienministerin, wonach sie im Internet auch solche Aussagen verfolgen will, die von der Meinungsfreiheit bisher gedeckt sind. Freunde, Meinungsfreiheit, Meinungsfreiheit, das sind so Worte. Ja, wir machen einfach mal alles, was uns die Regierung befiehlt. Punkt aus Ende. Ja, Regierung befiehlt, wir folgen. Es kann so einfach sein. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, dann hier. Wolf Biermann hat sich angeblich auf Phoenix, schreibt mir Alexandra Bethke, positiv über das Bombenmassaker an Deutschen, an der Zivilbevölkerung geäußert, denn das seien ja alles Nazis gewesen. Na bitte, wenn er das sagt und wenn ihr mal wissen wollt, wie ein Rechtsextremismus-Experte aussieht, das ist der Lorenz Blumenthaler. Wenn ihr gerade esst oder trinkt, stellt's ab. Rechtsextremismus-Experte. Komm hier, da ist er. So sieht er aus. Juhu. Böse Zungen sagen, es ist eigentlich mehr so ein Gummizellenexperte oder egal so. Dann hier in Portland werden jetzt Urinale verboten, weil Frauen sie nicht benutzen können. Wirklich wahr? Also Urinale, also wo man im Stehen pinkeln kann, verboten, weil Frauen es nicht benutzen können. Böse Zungen sagen, sollte man dann nicht auch Kondome verbieten, weil Frauen sie nicht benutzen können? Aber egal. Passt schon, ist gut, finde ich in Ordnung. Ich finde es gut. Ich finde es gut, ich finde es gut. Dann schreibt mir, und das finde ich ganz lieb, Oskar Helgeson, lieber Robert, du bist mein Medizinmann in dieser dunklen Zeit. Hab soeben überlegt, meine Herztabletten abzusetzen. Es tut gut, deine Sendung zu sehen. Meine Frau ist dagegen. Weiber. Liebe Frau von Oskar, Grüße gehen raus, es tut mir leid. Ja, ja. Aber hier, Roland Tichy schreibt, jetzt wird klar, die Korrektivshow war inszeniert, um anschließend Gesetze zur Beseitigung der Grundrechte verabschieden zu können. Ach, Roland Tichy, Grundrechte, Grundrechte. Das sind so Worte. Dann hat sich die Partei gemeldet, haltet euch fest, schnallt euch an. Hier, Dresden. Die Partei Dresden, Operation Trümmerfetisch. Das traditionelle Entnazifizierungsbombardement 2. Die Luftschutzräume sind gekehrt und die Warnsirenen poliert. Denn es ist wieder soweit. Ganz Dresden brennt für den 13. Februar. Die Partei-Bomberstaffel startet 16.30 Uhr in der Neustadt. Und damit ihr mal seht, was die so für Banner tragen, die tragen genau solche Banner hier. Wer billig bombt, bombt zweimal. Da habt ihr es. Wollt ihr es mal sehen? Da, so sieht's aus. Ja. Böse Zungen sagen, alle vermummt. Warum haben die Personenuniformen nicht das Vermummungsverbot durchgesetzt? Warum wurde der Aufruf zum Mord und diese Volksverhetzung nicht geahndet? Freunde, Mord, Volksverhetzung, das sind so Worte. Nancy Faeser sagt, diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Damit könnte die Regierung gegen jede kritische Äußerung vorgehen. Sehr gut. Böse Zungen sagen, Nancy Faeser. Einfach mal kurz nachdenken, Nancy Faeser. Nancy, der Staat ist die Staatsgrenze, die Staatsfläche und das Staatsvolk. Und jemand, der die Staatsgrenze nicht schützt, die Staatsfläche nicht schützt, Stichwort Windmühlen und Solarfelder, Wälder abholzen, und das Staatsvolk nicht schützt, Stichwort 36 Messerangriffe pro Tag und 2 Massenvergewaltigung, der delegitimiert den Staat. Und ihr seid nicht der Staat, ihr seid die Regierung. Und ansonsten Fresse halt, ihr seid Volksvertreter, Staatsdiener, Diener der Grenzen, Diener der Fläche und Diener des Staatsvolks. Das ist der Staat. Legislative, Juristlative, das sind auch Staatsvolk. Mehr nicht. Ja? Und ihr seid nicht der Staat. Ihr habt euch den Staat zur Beute gemacht. Aber das sind alles böse Zungen, sind nicht meine Worte. Na, Walla, Alhamdulillah, natürlich. Ja? Wer die Regierung kritisiert, ab ins Lager.
Übrigens, im letzten Jahr haben alleine in Berlin 137 Menschen und Menschinnen das dritte Geschlecht angemeldet. Bei knapp 4 Millionen Einwohnern sieht man, dass es Sinn macht, diese ganze Gendersprache. Ich find's toll, ich find's großartig. Boris Oliver, vielen herzlichen Dank. Nancy Faeser sagt, wir wollen bei Rechtsextremisten jeden Stein umdrehen. Diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. So, und Bundesministerium Blabla schreibt, es geht darum, unsere offene Gesellschaft gegen die Feinde zu verteidigen. Wir wollen alle Instrumente der Rechtsstaatlichkeit nutzen, um unsere Demokratie zu schützen. Besitzungen sagen, hier steht es in Made in Germany, Deutschland im rechten Licht, das Wort Demokratie steht heute für Regierung. Wir wollen nicht die Demokratie schützen, nein, wir wollen die Regierung schützen, ja. So, Anke Engelkitz, eine also die ist lustig, die hat ein Kinderbuch geschrieben und dagegen Landwirtschaft und Bauern gehetzt, warum auch nicht. Und jetzt kommt's, der Herr Haldenwang, das ist ja unser Regierungsschutzpräsident, CDU, der hat gesagt, wir dürfen nicht den Fehler machen, im Rechtsextremismus nur auf Gewaltbereitschaft zu achten, so der Präsident des Regierungsschutzes, Thomas Haldenwang. Beim Phänomen des Rechtsextremismus geht es zunehmend auch um verbale und mentale Grenzverschiebungen. Ich meine, wenn die Regierung eine Grenze steckt, ja, dann können wir die nicht einfach verschieben. Aber nein. Ja, Bürgersitzungen sagen, wie war das nochmal? Was hat dieser eine Bundespräsident mal von sich gegeben? Die Grundlage der Demokratie ist die Volkssouveränität und nicht die Herrschaftsgewalt eines obrigkeitlichen Staates. Nicht der Bürger steht im Gehorsamsverhältnis zur Regierung, sondern die Regierung ist dem Bürger im Rahmen der Gesetze verantwortlich für ihr Handeln. Der Bürger hat das Recht und die Pflicht, die Regierung zur Ordnung zu rufen, wenn er glaubt, dass die demokratischen Rechte missachtet werden. Gustav Heinemann, Bundespräsident, Bundesrepublik Deutschland. Bürgersitzungen sagen, und genau jetzt ist die Pflicht eines jeden anständigen Bürgers in diesem Land, bei diesem Gesetzesvorhaben die Regierung zur Ordnung zu rufen, weil wir mit großen Schritten Richtung Faschismus laufen. Aber das sind alles Bürgersitzungen, sind nicht meine Worte. Ich bin auf der Seite der Regierung, jetzt hier nicht löschen oder streiken. Ja, liebe Denunzianten, ich bin doch für die Regierung. Ich muss es euch doch bloß vortragen hier, was diese bösen rechtsstaatlichen, auf dem rechten Weg befindlichen Wahrheitsfanatiker und Ideologieleugner so von sich geben. Ich bin für die Ampel, ich sag's nochmal, bitte merken, ich bin für die Ampel. Ampel, gut, Ampel, super. Ja, und natürlich müssen wir die Gedanken des Volkes überwachen. Hier bitte, ja, verbale und mentale Grenzverschiebung, das geht doch gar nicht, ja. Also bitte, regt mich richtig auf, ja. Und natürlich, Billigbomben, zweimal Bomben. So sieht's aus. Ganz misslich ist bei der Europawahl die Prognose. Bei der Europawahl die Prognose, Freunde, ja, gute Nachricht erstmal für die SPD. Die SPD, ja, die steigt von 15,8% auf 16%. Na gut, ist ja erst im Juni. Egal, so. Dann Bündnis Sarah Wagenknecht aus dem Stand 5,5%. Ja, misslich, die Linke verliert 1%. Die FDP verliert 2,5%, ist jetzt bei 3%. Sehr schön. Sonstige gehen hoch auf 11,5%. CDU, CSU verliert aber kaum, eigentlich nur 1,9%. So. Die Grünen verlieren, von 20,5 auf 10,5. Also die haben halbiert. Was ist denn da los bei den Grünen? Na gut, die 8% schaffen wir noch. Und dann die AfD von 11% auf 22%. Bürgersitzungen sagen, wenn es so weitergeht, hat die AfD bis zur Europawahl 26% und die CDU, die jetzt bei 27 ist, nur noch 24%. Dann ist die AfD die Nummer 1 bei der Europawahl, wenn es so weitergeht. Dann hier, der Fokus analysiert das Ganze auch und sagt, Europawahl, Sarah Wagenknecht könnte etablierte Parteien überholen. Ja, sehr schön. Über die AfD sagen sie nichts, aber warum auch? Monika Christine Sachse, ich sage danke vom Herzen. Und ich möchte es nochmal ganz kurz in Erinnerung bringen. Hier, Personenuniform im Winter. Hier. Vor 3 Jahren. Im Winter. Landkreis Kosloordnungsamt. Wir haben keine Maske getragen. Wir sind hier, um die Corona-Regeln zu kontrollieren. Nein. Mein Name ist Bruns. Hier gibt es eine Allgemeinverfügung, Maskenpflicht auf den gesamten Rudelgang. Ja, Freunde, Maskenpflicht an der frischen Luft draußen im Wald. Und da muss die Polizei natürlich rummarschieren, ja, kontrollieren, observieren und überwachen. Wie findet ihr das? Ist das toll, ja? Könnt ihr euch noch erinnern, vor 3 Jahren war das schön? Ah, war das schön, ja. Ja, was ist, Martina sagt ja immer, meine Frau, Martina sagt ja immer, das war ein Test, Corona war ein Test. Wir waren neulich beim Jugoslawen, wirklich, oh, toll, toller, oh, war das lecker. Ich gehe ja gerne, das heißt ja nicht Jugoslawen, ist egal, wir waren beim Jugoslawen. Das ist ja lecker. Und da sagte der Kellner sagte, ja, Corona war ein Test, war nur ein Test. Die Leute wollen mal sehen, wie weit man mit dem Pack umgehen kann. Und da sagte Martina, sehe ich genauso. Es war ein Test, hat funktioniert und jetzt können sie den ganzen Rest auch noch machen. So, ja, CO2, Krieg, ja, Meinungsfreiheit, wunderbar. Freunde, wir leben im besten Deutschland aller Zeiten. Ich finde es toll und ich habe jetzt einen kleinen Bonus. Ihr könnt jetzt schon abschalten, was natürlich nicht schön wäre, ja, aber ich könnte abschalten. Seid weg, ist egal. Aber ich freue mich, wenn ihr dran bleibt. Ich möchte euch erstmal bitten, wenn ihr gerade krank seid, werdet schnell wieder gesund. Wir brauchen euch hier nämlich gerade jetzt.
Und wir halten zusammen, bleiben standhaft, optimistisch und voller Tatkraft. Der Wald wird ja nicht gerodet, da bei Strausberg, ja, angeblich auch wegen den Aktivitäten von der Bürgerinitiative, von der Alternative für Deutschland und auch nicht zuletzt von Claudius Fabich, der da mehrere Videos vor Ort gemacht hat, mehrfach vor Ort war und gedreht hat. Das soll ja wohl angeblich belegen, dass wir etwas verändern können. Die Impfpflicht ist ja wohl angeblich auch nicht gekommen. Ja, da war ja dieser eine Claudius Fabich ja auch dabei, kontrollieren, observieren, überwachen. Bei der Demo gegen Impfpflicht, an dem Tag, in dem Moment, wo sie abgelehnt wurde, übrigens nur dank der Alternative für Deutschland. Und das soll ja angeblich belegen, dass wir etwas verändern können. Und dass diese ganzen faschistoiden Maßnahmen, die jetzt gerade angedacht werden, nicht kommen werden oder wieder revidiert werden. Aber Freunde, alles Murks, wir unterstützen die Regierung, wir sind für die Regierung, ihr natürlich auch. Wir sind links, linksstaatlich und zivilcouragelich und auf dem linken Weg. Und wir sind gegen die AfD, wir sind gegen Trump, wir sind gegen Putin und gegen Orban und gegen Fizzo und gegen Milei und gegen CO2 und gegen Assad. So, merken. Ja, und jetzt habe ich noch einen Bonus. Ich möchte euch aber erstmal bitten, gebt mir einen Daumen hoch. Guckt mal nach, ob euer Abo noch da ist. Ich habe hier Leute, die schreiben, ich muss alle 3 Tage abonnieren. Manche schreiben, ich muss jeden Tag abonnieren. Und ich bin so gedrosselt, ich habe die Abonnenten früher 1, 2, 3, 4, 500, 1000, 1500 pro Monat mehr. Im Moment bin ich festgenagelt auf 37.015. 37.315. Mal 10 mehr, mal 10 weniger. Egal. Es ist egal. Hauptsache, ihr seid dabei. Liebe Unterstützer, ihr wisst, was ich hier leiste. Deshalb brauche ich eure Unterstützung von Herzen. Danke dafür. Es geht nicht anders. Was soll ich denn machen? Ja, was soll ich denn machen? So, vielen Dank dafür. Danke. PayPal und Konto hängt hier drunter. Ich mache jetzt weiter. Ihr macht weiter und alles ist gut. Wir müssen da bloß noch hin. Jetzt habe ich einen Bonus und jetzt bleibt bitte dran, weil es wichtig ist. Passt irgendwie zum Thema. Ja, ich mache Werbung, ist doch egal. Made in Germany, Deutschland im rechten Licht, gerade für die Kinder, gerade jetzt, ja, gerade die Kinder, die da demonstrieren und sagen, lieber billig bomben, zweimal bomben. Hier. Ich gehe mal so rein ins Vorwort, das ist so mittendrin, so ein kleiner Absatz. Ja, ich meine, das ist eine kleine kostenlose Lesung hier. Als 1939 der Zweite Weltkrieg ausbrach, hatte dieser zum einen nachweislich viele Väter und zum anderen ist kein einziger deutscher Soldat freiwillig in den Krieg gezogen. Ebenso würde heute ein Grüner auch nicht jubelnd zur Waffe greifen, wenn ein Kanzler dazu aufrufen würde. Trotzdem mussten alle Deutschen, ebenso wie die Kriegsgegner, sowohl des Zweiten als auch des Ersten Weltkriegs und aller Kriege davor und auch den Kriegen danach leiden. Hier aufzurechnen nach dem Motto, die Deutschen haben aber angefangen, wird den unschuldigen Opfern beider Seiten nicht gerecht und ist moralisch auch nicht tragbar. 6 Millionen Deutsche starben im Zweiten Weltkrieg. 600.000 deutsche Flüchtlinge starben bei der Vertreibung aus ihrer Heimat in den Ostgebieten. 12 bis 14 Millionen Deutsche wurden aus den Ostgebieten vertrieben und haben alles verloren. 114.267 Quadratkilometer der Staatsfläche Deutschlands gingen an Polen verloren. 11 Millionen deutsche Soldaten waren 1945 in Kriegsgefangenschaft, obwohl der Krieg längst zu Ende war. Bis zu 40.000 deutsche Kriegsgefangene starben alleine in Rheinwiesenlagern, wo mehr als 1 Million Soldaten ohne Unterkünfte auf dem nackten Boden über Monate zusammengepfercht wurden. Zeitzeugen sprechen von mehreren 100.000 toten Kriegsgefangenen vor Ort. 2,25 Millionen Wohnungen wurden in Deutschland durch mehr als 2 Millionen Tonnen Bomben zerstört und bis zu 3 Millionen teils schwer beschädigt. Rund 90% der Infrastruktur Deutschlands war beschädigt oder zerstört. 3,6 Millionen deutsche Kriegsgefangene waren auch noch 1946 bei den Westalliierten interniert. 3,1 Millionen deutsche Kriegsgefangene waren in der Sowjetunion teilweise bis Oktober 1955 gefangen. Hunderttausende deutsche Frauen wurden Opfer der Vergewaltigung durch die Befreier. Jeder Krieg ist ein Verbrechen. In jedem dieser sinnlosen, unmenschlichen und menschenverachtenden Kriege sterben als erstes die Wahrheit, dann die Menschlichkeit. Mit jedem Tod eines Menschen ist mehr als dessen Schicksal verbunden. Die Zerstörung seiner Träume, Visionen, Pläne, Ziele, der Familienbande und unfassbar viele andere Aspekte sind mit jedem toten Soldaten und Zivilisten in einem Krieg verknüpft. Wie viel Kunst, Kultur und architektonische Glanzleistung hätten die Toten, wären sie nicht aus dem Leben gerissen worden, der Welt schenken können? Wie viele Kinder haben nicht das Licht der Welt erblickt, weil sie nicht gezeugt werden konnten? Freundschaften, Liebschaften, Bekanntschaften, Errungenschaften, Erfindungen, Entdeckungen, Erfahrungen, Erlebnisse, Bücher, Filme, Bilder, Sichtweisen und Perspektiven. So viele Millionen anderer Dinge fanden nicht statt, weil ein Krieg einen Menschen oder Millionen aus dem Leben gerissen hat. Auch unser Volk hat unter den Kriegen, die es geführt hat, gelitten. Auch Deutschland hat einen hohen Tribut dafür bezahlt. Der Versailler Vertrag, der 1919 Deutschland verpflichtete, sogenannte Reparationszahlungen an die Kriegsgewinner des Ersten Weltkriegs zu zahlen, ist von den Nachfahren der Unterzeichner bis 2010 abgezahlt worden. Die gesamte Summe entspricht 100.000 Tonnen Gold.
Unzählige weitere Reparationszahlungen wurden an andere Länder gezahlt. Israel hat bisher laut Statista 81,97 Milliarden Euro an Entschädigungsleistungen für die Opfer des Nationalsozialismus erhalten. Wer als Deutscher ein Problem mit dem Wort Deutschland hat, der sollte eine Therapie machen. Deutschland hat seit 2015 Millionen Flüchtlinge aufgenommen und versorgt. Den größten Teil bis heute dank der deutschen Steuerzahler. Kein europäisches Land hat so viele Flüchtlinge aufgenommen. Deutschland ist der größte Nettozahler der Europäischen Union. Deutschland hat 2022 mehr als 33,3 Milliarden Euro für Entwicklungshilfe in die Welt ausgegeben. Ja, inzwischen ist rausgekommen, es waren 62 Milliarden. Wir Deutschen haben 2022 mehr als 5,67 Milliarden Euro für wohltätige Zwecke gespendet. 22 Milliarden Euro sind offiziell in den ersten 18 Monaten des Ukraine-Krieges von Deutschland an die Ukraine in Form von Rüstungsgütern und sonstiger Unterstützung geflossen, obwohl die Mehrheit der Deutschen für eine neutrale Haltung Deutschland diesen Konflikt war. Wir zahlen die höchsten Sozialabgaben der Welt, wir zahlen die höchsten Energiekosten der Welt, wir haben die höchste Steuerquote der Welt, wir sind das ärmste Land Westeuropas. Die Deutschen, Deutschlandhasser, möchten dieses Land und sein Volk so lange weiter kleinreden, drangsalieren, auspressen und beleidigen, bis es weder das Land noch das Volk gibt. Freunde, das sind alles so Thesen, die hier drin stehen. In Made in Germany, Deutschland im rechten Licht. Das kann doch alles nicht wahr sein. Das stimmt doch zwar alles, ist doch aber nicht richtig. Ja, bitte. Da geht es übrigens um Erfindungen. Sind über 130 Erfindungen drin. Dichter, Denker, Schauspieler, Komponisten und so weiter. Also ihr habt es jetzt mal gehört, was die da für Flausen im Kopf haben, dieser Autor. Bitte, bitte, bitte. Ja, also nein, ja. Wer doppelt bombt, nee, wer billig bombt, kann doppelt bomben, oder? Wie war das? Schön. Gefällt mir, ja. Mal sehen, ob dieses Video hier stehen bleibt, aber ich bin ja dagegen. Ich muss es ja euch nur mal zeigen, ja, was da so drin steht. Gibt's nur bei www.claudiusfarbig.de, der Link hängt hier drunter, auf Wunsch auch signiert. Und ich ziehe das Ding durch, ich mache dafür Werbung, ja. Nur als abschreckendes Beispiel. In diesem Sinne, meine Truppe grüßt, meine Frau Martina grüßt und wichtigste Botschaft auch heute, ich hab euch lieb. Es ist so. Wir knarren gegen Putin.